Hallo Leute, heute schauen wir uns die ASOS Equip RSR Bib Shorts S9 an. Das sind Sommershorts, Shorts für Leute, die Mountainbiken, Rennrad fahren, gerne Fahrrad fahren, über längere Strecken. Ja, ihr kennt meinen Kanal eventuell schon. Ich bin ein kleiner ASOS-Fanboy. Ich habe schon die Winter- und die Herbsthosen in der S9-Variante, habe bisher die Sommerhosen nur in der S7-Variante gehabt, also der Vorgängergeneration. Wollte es mal upgraden, weil die alten Hosen ja dann doch irgendwann ein bisschen durch sind. Und ja, bin sehr gespannt auf diese Hose. Falls euch wundert, was das Zeug kostet, in der Schweiz war die jetzt, ist UVP 349 Franken, war jetzt reduziert auf 279. In Deutschland UVP 290 Euro, gesenkt auf 232, während ich das Video gemacht habe. Und USA UVP von 379 US-Dollar, reduziert auf 295. Ich würde sagen, ich quatsche aber nicht so viel rum, sondern wir legen einfach mal los. Ja, das ist der Karton, in dem ihr normalerweise die Hose geliefert bekommt, wenn ihr die online kauft. Ihr seht, Summer 1.3 ist also Teil der Sommerkollektion. Have a good ride ist das Motto von ASOS. Ich liebe es. Ja, auf den Trikots steht es teilweise hier drauf. Besonders cool, wenn man Leute am Berg überholt. Und ja, dann haben wir hier noch ein bisschen Text an der Seite der Verpackung. Drin haben wir diese Geschenkverpackung. Ich bin der Meinung, die müssten normalerweise geklebt sein. Auch wie die Hose gleich aussieht, wenn man sie rausnimmt, erkennt man, das Ding wurde wahrscheinlich schon vorher mal verkauft. Der Kollege hat es zurückgeschickt, hat vielleicht nicht gepasst. Also auf jeden Fall waschen. Ihr solltet generell solche ja, Sportklamotten immer waschen, bevor ihr sie tragt. Aber ja, in dem Fall doppelt waschen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Informationen zur Hose. Könnt ihr euch gerne in Ruhe angucken. Dann kann den Karton zumachen, wegschmeißen oder in den Schrank stellen. Und dann gucken wir uns mal die Hose an. Die Hose ist sehr, sehr interessant, weil das ist ein ganz anderes Material. Das kannte ich halt bisher noch gar nicht. Es ist besonders leicht, es ist besonders dünn. Vermutlich deswegen dann auch sehr schweißabfördernd. Kurzfassung, anderes Material, als ich es bisher von meinen ASOS-Hosen kenne. Da haben wir das Preisschild, 319 Franken. Hinten nochmal das Label mit der Produktnummer. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die ja, Träger an. Die Träger sind komplett schwarz, nicht irgendwie blau, rot oder irgendwas anderes. Material ist eigentlich ja, auch wieder sehr, sehr dünn. Auch wieder gefühlt dünner als bei den anderen ASOS-Hosen, die ich so kenne. Hinten das Element am Rücken ist komplett schwarz mit ein paar Atmungslöchern. Vorne haben wir dann die ASOS und AirQuip RS ja, Label am Träger. Wie gesagt, hier die Atmungslöcher seht ihr nochmal schön. Ne? Hinten, wie gesagt, mit zweimal verbunden, vorne auch zweimal verbunden. Gucken wir uns ganz kurz die Beine an. Ja, auch da natürlich alles sehr, sehr leicht. Natürlich die Bündchen gummiert, so dass man quasi nicht rutscht. Ich habe die Hose schon testweise angehabt. Ja, hat eigentlich sehr gut gewirkt. Wir haben vorne zwei Applikationen. Das ASOS-Logo in Grau kann natürlich je nach Jahr, wo ihr die Hose kauft, welche Variante das dann ist, Farbvariante ein bisschen anders sein. Hinten haben wir dann noch so ein rotes Design-Element und am Rücken das Teil. Wenn ihr es umdreht, seht ihr dann quasi die Größe und die Waschhinweise. Die Träger innen natürlich auch leicht gummiert, aber alles sehr, sehr leicht, alles sehr, sehr soft, nichts ist unangenehm, wie man es eben von ASOS kennt. Tragerkomfort wirkt auf den ersten Blick sehr, sehr gut. Hier haben wir das Polster, das ist das bekannte S9-Polster. Wenn ihr halt irgendwelche anderen S9-Hosen habt, kennt ihr das Ganze schon. Vorne ordentlich mit Lüftungsschlitzen, da hat man natürlich weniger von in der Wintervariante. Und drin haben wir noch ein paar Zettel, die kann man dann abschneiden mit Informationen zum Produkt und Pflegehinweisen. Hier nochmal innen die ja, Gummibändchen dann quasi am Bein. Wie gesagt, sorgt dafür, dass die Hose dann nicht rutscht. Und ich bin wirklich fasziniert davon, wie leicht und dünn die Hose ist und freue mich auch schon auf die erste Ausfahrt. Ja, Leute, das war mein Video zur ASOS Equip RSR Bib Shorts S9. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu der Hose oder irgendwelchen anderen ASOS-Sachen, die ich im Kleiderschrank habe oder ja, irgendein Video zu irgendeinem bestimmten ASOS-Produkt haben möchtest, schreib da unten einfach einen Kommentar. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch, kostenloses Abo und mach die Glocke an, weil dann gibt es immer eine Benachrichtigung, wenn immer ich ein neues Video hochlade zu Bike-Klamotten, zu Bike-Technik, anderen Bike-Krams. Ja, würde mich freuen, wenn du mal wieder vorbeischauen würdest. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.